Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und heiße euch herzlich willkommen zur 45. Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zwischen den letzten beiden Aufnahmen, also 44 und der, habe ich mal versucht, das Mod-Problem zu lösen. Geht nicht. Also keine Ahnung, wo jetzt gerade das Problem liegt. Vielleicht muss ich von dem integrierten Mod-Browser nochmal weggehen und das anders versuchen zu fixen. Jetzt fällt mir auch gerade auf, dass die Mods komplett im Eimer sind, weil ich glaube gar nicht die Combat Overmod rausgeschmissen habe, die aber nicht aktiviert ist. Also scheint es irgendwie aktuell alle Mods zerraucht zu haben. Ihr könnt mir mal sagen, okay, ihr seht das Ding erst viel später, nachdem ich das hier schon aufgenommen habe. Aber ihr könnt mir mal sagen, ob ihr auch Probleme mit den Mods hattet. Und vielleicht kriege ich es ja die nächsten Tage dann auch noch gefixt, sodass wir da vernünftig weitermachen können. So, schauen wir hier mal rein. Was gibt es zu tun? Als allererstes, sag ich mal, mehr Hochhäuser. Wenn es etwas gibt, wovon man immer mehr gebrauchen kann, dann sind das mehr Hochhäuser. Damit unsere Skyline hier auch schön aussieht. Oh, haben wir keine Aufzüge mehr? Tatsächlich, ich habe es geschafft, alle Aufzüge aufzubrauchen. Das heißt, er kann weitermachen. Material dürften wir dafür auf jeden Fall mehr als genug haben. Okay, und wenn man jetzt mittlerweile hier von vorne reinschaut, kann sich das, glaube ich, schon ganz gut sehen lassen, unsere Stadt, ne? Gefällt mir wirklich sehr. Ziel sollte es natürlich sein, dass wir auch hier noch weiter Richtung Investoren gehen. Aber ich möchte jetzt nicht so einen Rekordversuch Investoreninsel haben, wo hier am Ende des Tages nur noch irgendwie Stufe 5, Wolkenkratzer sind oder sowas. Oh, was ist hier passiert? Ah, es fackelt alles ab, das ist passiert. Unsere Stadt ist attraktiver geworden. Okay, ich hoffe mal, dass sich das jetzt wieder ein bisschen fängt hier. Das gefällt mir nämlich mit der Arbeitskraft gerade nicht so. Kann ich hier noch was aufsteigen lassen? Ja. Okay, ihr seht schon, wir brauchen wahrscheinlich bald noch eine Insel. So, wie sieht's hier aus? Wo ist jetzt hier das Kirschholz, ne? Das ist die gute Frage. 25 Einheiten. Jede Stunde, die Gott mir schenkt. Okay. Alles bereit. Schokolade, also die ganzen Handelsrouten laufen wirklich ohne Probleme. Und die Tatsache, die mich wirklich stört, ist, dass die Modifikation mit dem größeren Hafenbereich wieder weg ist. Weil ich eigentlich das ganze Ding jetzt hier umstrukturieren wollte. Aber naja, was soll man machen? Manchmal wird man dazu gezwungen, andere Entscheidungen zu treffen, als man gerne machen würde. So, ihr müsst leider ausziehen. So, Ingenieure, Kraftwerk und zack. Einmal Strom zum Mitnehmen, bitte. Wäre es sehr oberflächlich, okay, super. Dann haben wir hier jetzt auch gleich überall Strom und dann haben wir fast unsere ganze Insel hier mit Strom versorgt. Hier drüben natürlich noch, aber die ganze Ostseite passt auf jeden Fall dann soweit. Wunderbar. Na, weg mit Kirschholz. Okay, ansonsten sieht es ja auch ganz gut aus. Wir sind recht gut aufgestellt. Sekt ist gerade ein bisschen knapp. Das dürfte sich gleich aber wieder erledigen. Glaube ich jedenfalls. Was fehlt denen? Zucker natürlich. Okay, aber der kommt ja gleich an und das Kirschholz auch. Ist aber noch nicht unterwegs, oder? Nee, natürlich noch nicht. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. So, wir könnten mal noch weitere... Wisst ihr was? Wir produzieren mal weiter Handelsschiffe. Kriegsflotte ist ja aktuell irgendwie nicht so notwendig. Dadurch, dass wir ganz gut momentan im Saft stehen. Okay. Hier sind die Lager voll schon, ne? Wie sieht's denn hier mit Stahl aus? Ach, hier sind wir auch voll mit Stahl. Sehr gut. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus, würde ich sagen. Fast leer, aber das Ding ist auch voll. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich mit Nähmaschinen anfangen. Ohne Probleme. Dafür haben wir aber nicht genug Handwerkerarbeitskraft, um das am Ende des Tages zu machen. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen in Zukunft umstrukturieren. Okay. Das können wir alles hier so lassen, wie es ist. Können wir hier noch irgendwas Sinnvolles importieren zum aktuellen Zeitpunkt?
Bam, 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 bam. Nee. Wir könnten Schokolade weiter importieren. Aber wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, ne? Ja. Importieren. Wie viel Talg haben wir denn? Also, wir sind überall voll. Das ist echt heftig. Taschenuhren muss ich importieren. Okay, wie viel habe ich denn? Auch über 1000. Also, keine Ahnung. Was? Oh, wir können Hochräder importieren. Da sind wir relativ knapp aufgestellt. Wisst ihr was? Lasst mal Taschenuhren gegen Hochräder tauschen. Machen wir mal 100. Kriegen wir hier von ein paar rein. Das dürfte uns ganz gut helfen. Okay. Haben wir schon wieder eigentlich einen neuen? Nee, haben wir nicht. Okay. Sehr gut, damit können wir arbeiten. Jetzt durchbrechen wir bald auch die 100.000 Einwohner. Okay. Wir werden jetzt hier die Holzproduktion eliminieren. Benutze ich die Speicherstadt hier eigentlich schon? Nee, ne? Nee, tatsächlich nicht. Kleidung gegen Holz. 300. So, wie viel Kleidung produzieren wir hier denn zu viel? Wahrscheinlich gar nicht so viel. Mal gucken. Ah doch, 32 Tonnen. Perfekt, das passt. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Und jetzt holen wir hier noch ein paar mehr Einwohner rein. Sonst wird das nämlich nichts. Eine Krankheit ist ausgebrochen. So, eins. Oh, ich verklick mich momentan so viel. Viel zu schnell alles. Und hier nochmal. Und verbinden. Und das auch nochmal. Und dann hier auch nochmal ein paar Häuschen hin. Okay, das dürfte dann erstmal wieder reichen. Okay, sehr gut. Können wir hier noch was upgraden irgendwo? Nee, nicht wirklich. Okay, aber wir kommen wieder auf 6 Arbeiter. Das heißt, wir könnten hier noch ein bisschen holen. Okay, jetzt passt's wieder. Okay, aber wir brauchen, glaube ich, tatsächlich noch mal eine große Arbeiter- und Hammerinsel. Die wollte ich eigentlich dafür nicht benutzen. Die auch nicht. Also ich glaube, wir haben eine einzige Möglichkeit und das ist, wir müssen noch mehr Speicherstädte benutzen. Auch um das hier freizukriegen, wir könnten dieses ganze Getreide hier loswerden, indem wir das einfach über eine Speicherstadt importieren. Wie viel ist das denn eigentlich? 39 Tonnen. Und wie viel brauchen wir? 38, okay. Wisst ihr was, das machen wir? Aber, na doch, die sind verbunden, die Inseln. So, wir brauchen 800 Tonnen Getreide. Und wir tauschen das gegen das da hier. Okay, das passt ja schon. Perfekt, Problem gelöst. Und wir haben aktuell 700 auf Lager. Wann kommt er? In 9 Minuten. Das heißt, wir eliminieren jetzt hier schon mal alles. So. Weg damit. Was habe ich hier noch gekriegt? Sekt? Okay. Habe ich den überhaupt hier abtransportiert? Nee, habe ich natürlich nicht. Okay. Das auch weg. Das auch. Okay, jetzt habe ich ordentlich Pharma dazu bekommen. Okay. Brauchen wir das hier eigentlich aktuell? Was haben wir denn hier? Mal kurz nachschauen. Das passt. Was für einen Bedarf an Konserven haben wir eigentlich? 2 Tonnen. Wo sind meine Konservenfabriken? Finde sie. Ah, ich habe auch das Item hier. Ich Depp. Ich benutze gar keinen Gulasch mehr. Das heißt, das hätte ich ja auch schon vor Jahren eliminieren können.
Okay, weg damit. So, und jetzt sieht man, eine ganze Insel ist frei geworden. Mit einer einzigen Anpassung oder mit zwei. Und das müssen wir, glaube ich, jetzt auch verstärkt machen einfach. So. So, ich entschuldige mich bereits jetzt schon mal. Die Insel wird jetzt nicht schön werden. Sondern wir versuchen das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen zu pushen. So, fangen wir hier nochmal an. Hier nochmal. Wisst ihr was, setzen wir es trotzdem hier hin. Und das. Und jetzt braucht man natürlich auch ein paar Stadtzentren. Und nehmen das jetzt hier. Hierhin und hierhin. Und los geht's. Und dann bauen wir hier noch Kleidung und Dingensproduktion auf. Schnaps können wir hier auch anbauen. Und dann sind die ja auch zufrieden. Und dann können wir auch weiter upgraden, ohne in irgendwelche Probleme zu bekommen. Dass wir hier dann wirklich auch alles auf Handwerker hochkriegen und auf Ingenieure. Weil momentan haben wir ein bisschen Engpässe, das gefällt mir nicht. So, ist der Zucker jetzt auf dem Weg? Ja, Zucker ist auf dem Weg. Kirschholz und der Rest müsste, glaube ich, auch schon hier sein. Ne, Kirschholz fehlt noch. Trauben sind hier, Kirschholz fehlt auch noch. Aber, okay, auch das ist auf dem Weg. Sehr gut. Das heißt, wir haben dann gleich auch das Bedürfnis nach Cognac entsprechend bedient. Wir stehen im Moment vor einer Mauer. Und, oh, kein Strom für meine ganzen Warenhäuser. Aber da kommt das Öl. Okay, sehr gut. Das Problem löst sich dann also auch noch. So. Ah, das passt sogar. Guck mal, wir können hier alles durchgehend upgraden. So, alles auf Arbeiter. Die Waffenruhe wurde beendet. Ah, ich glaube, der hat keine Straßenverbindung, ne? Ja, das ist das Problem. Weg mit euch beiden. Ihr Hafen wird angegriffen. Wo denn jetzt schon wieder? Ach krass, okay. Versucht er das echt? Angegriffen. Nee, nicht mit mir. Da fahren wir rüber. Da sind meine Schiffe irgendwo. Ah, da unten. Aber er haut auch schon ab. Vielleicht müssen wir dem Admiral dann hier doch ganz vertreiben. Okay, haben wir das jetzt auch? Was bekommen wir? Mal gucken. Tuchschneidereien. Ziegeleien. Okay, langsam kriegen wir ein paar gute Items zusammen, würde ich sagen. Schiff unter Beschuss. Ah, hier wird gejagt jetzt. Okay, das gefällt mir. Oh, wer kämpft denn hier? Ah, Beryl ist auch im Krieg mit dem Admiral. Auch das gefällt mir. Gut, aber das können wir ignorieren. Das ist nicht wichtig. Wir wollen hier weitermachen. So, wo können wir upgraden? Handwerker nicht. Wir brauchen jetzt Arbeiter, die wir upgraden können. Hier. Und hier können wir nicht upgraden, weil eine Schule fehlt, richtig? Ja. Aber das ist ja das geringste Problem. Setzen wir einfach mal eine kurzfristig hier hin. Und eine Schule setzen wir hier hin. Verbinden das dann noch und dann dürften die hier alle auch glücklich sein. Und relativ schnell bereit sein aufzusteigen. Ja, da geht's schon los. Super, 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 super. Keine Bushaltestelle. Okay, das ist nicht so schlimm. Die Lage ist äußerst... Okay. Dann. Was ist hier denn los? Okay, das sieht ein bisschen verbuggt aus, habe ich das Gefühl. Das muss, glaube ich, nicht so sein. Oh, ich hoffe, dass wir jetzt keine Probleme mit unserem Savegame kriegen, nachdem die Mods schon alle abgeschmiert sind. Das wird mich wirklich traurig stimmen, muss ich sagen. Wir könnten hier auch schon mal vorplanen. Wo haben wir sie? Wir werden hier auf jeden Fall eine Speicherstadt hinsetzen. Führt gar kein Weg dran vorbei.
Okay, und dann könnten wir ruhig einmal 300 Tonnen Holz hinbringen. Und runter damit. Okay, jede Menge Arbeitskraft, das gefällt mir. Jede Menge Arbeitskraft. So, und weg mit den Arbeitern. Oh, sehr schön. Guck mal, jetzt können wir einfach auf die andere Seite wechseln und nicht upgraden, weil unser Holz ausgegangen ist. Wann kommt Tobias? In 3 Minuten. Dann haben wir wieder genug Holz und dann können wir uns hier gefühlt 2000 Ingenieure dazu holen. So, was machen wir hier? Machen wir das mal. Und los geht's. So, lassen wir die einfach mal machen. Gucken wir mal kurz in der neuen Welt. Hier dürfte auch alles in Ordnung sein. Ja. Okay, doch, hier passt auch alles. Wie sieht es hier auf unserer Zuckerinsel aus? Na, jede Menge Zucker, der nicht abgeholt wird. Wie sollte es auch anders sein? Soll ich Ihnen zeigen, und hier laufen die Aluminiumproduktion auf Hochtouren. Super. Also geht das auch endlich los. Okay. Gut, was können wir hier als nächstes machen? Wir kriegen ja gleich den Cognac. Haben hier jetzt auch Strom übrigens schon. Das heißt, auch hier werden die Ingenieure dann in Gänze bedient. Bis wohin kommen wir mit dem Strom? Oh, perfekt, wir kommen bis hier hinten hin. Das gibt's doch nicht. Und die wollen alle aufsteigen. Ein Traum. Dann können wir die Schule hier nämlich auch eliminieren, glaube ich. Die brauchen nämlich keine mehr. Nee. Die haben keinen Strom. Das ist ja lustig. Halt, stopp. Ah, okay, nur hier unten habe ich den Strom. Okay, sei es drum. Machen wir das mal hier weg jetzt langsam. Die Schule brauchen wir noch. Die zwei Sachen können wir hier auch noch stehen lassen, weil der eiserne Turm ja noch fertig gebaut wird. Obwohl, wisst ihr was, machen wir die erstmal weg. Aktuell passiert hier ja auch nichts. Okay. Hoffentlich kommt Tobias jetzt gleich. Ich würde gerne die Ingenieure upgraden da unten. Ja, noch eine Minute, dann ist er da. Okay, gleich geht's hier weiter. So, können wir hier noch upgraden? Nee, können wir nicht, weil wir kein Holz haben. Okay, naja, was soll's. Vielleicht sollten wir in der alten Welt jetzt langsam auch mal zum Krieg wieder zurückkehren und dem Admiral vielleicht einfach ganz vernichten. Ich brauche jede Stunde. Ich wüsste jedenfalls nicht. Oh, was ist hier los? Wenn man vom Teufel spricht. Ich wüsste jedenfalls nicht, was uns davon abhalten sollte, außer Sie hatten wohl Kanonen. Eine dieser sinnlosen Sternfestungen erwartet. Okay, ich aber so stark ist es halt jetzt auch nicht, ne? Ohne Combat Overmod geht das alles irgendwie, finde ich. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier natürlich zu schwach. Okay. Schaffen wir das, hier alle Inseln so umzustellen, abgesehen von der, dass wir hier fürs Cup produzieren und vielleicht noch ein bisschen weiter outsourcen? Ich muss mir da wirklich mal ein paar Gedanken für zwischen den Folgen machen und vielleicht mal ein bisschen mehr über dieses Safe Game hier sinnieren. Ah, Kip Morris läuft ein. Super. Da kommt unser Holz. Sehr schön. Und was fehlt uns dann hier? Ich glaube, ja, Stahl und Fenster natürlich. Und ganz viele Ziegel. So. Stahl, Fenster, Ziegel. Runter damit. Okay. So, und direkt den richtig großen Aufbau. Sehr schön. Und wieder zurück mit dir. Was haben wir hier? Ah, hier stehen ein paar Kriegsschiffe vor mir rum. Okay, aber die brauchen wir ja aktuell hier nicht. So, wo bleibt Captain Morris, unser alter Kumpel? Ich will wirklich diesen vergrößerten Hafenbereich wieder haben, ne? Ich würde gerne die Anlegestellen hier alle ganz anders hinstellen. Okay, hier haben wir die Sandgruben. Wie viel haben wir davon eigentlich? Ah, okay, nicht so viel. Wie viel Sand brauchen wir denn eigentlich?
48 Tonnen. Okay, wir müssen 1000 Tonnen Sand importieren. Aber wir haben auch keinen Vertrag mehr frei. Nee. Perlen haben wir auch 1000. Bam, bam, bam. Wisst ihr was? Das machen wir weg. Wie viel Sand kriegen wir denn hier? Oh, 4000. Was mache ich denn hier? Wieso mache ich das auf 225? Okay, ich glaube, dann werden wir von den ganzen Dingern jetzt hier Abschied nehmen. Weg damit. Na so, dann haben wir jetzt einen ganzen Hafenbereich dazu bekommen, mit dem wir ein bisschen arbeiten können, bis die Modifikation wieder läuft. So, und jetzt holen wir uns hier unten die Ingenieure. Was mit dem? Ach komm schon, echt? So, und dann holen wir uns hier noch einen Schwung. Das können wir machen. Und die hier auch ruhig. Ja, und die können wir auch noch nehmen. Oh, wunderbar. Jetzt sind wir doch schon über die 100.000 gerutscht. Endlich. Weit von dem entfernt, was man auf YouTube so unter den Rekordversuchen findet. Aber für uns würde ich sagen, doch schon gar nicht mal so schlecht. Wie steht es denn um den Zucker? Ah, er ist da. Das heißt, Cognac wird produziert, richtig? Ja, richtig. Was für einen Bedarf haben wir denn überhaupt an Cognac? Wo ist es? Ah, guck mal, minimal. Und wir produzieren 3 Tonnen. Das heißt, wir werden die Folge mit dem Bau der Stufe 4 Wolkenkratzer beenden, wenn ich mich nicht irre. Okay. Da freue ich mich jetzt drauf. Ah, Cognac füllt sich schon auf. Sehr schön. Einkommen fast schon 500.000 pro Woche oder pro Minute. Ich weiß gar nicht, pro was. Also auf jeden Fall 500.000. Lässt sich, kann sich also sehen lassen. Jetzt warten wir kurz, bis Cognac voll ist. Und dann holen wir uns die nächsten noch ein bisschen größeren Wolkenkratzer dazu. Ach, da ist es sogar. Wieso können wir schon upgraden? Echt? Obwohl das noch gar nicht ganz voll ist? Das ist ja lustig. Okay. Dann here we go, würde ich sagen. Ah, oh, das gefällt mir. Ein wirklich eindrucksvolles Panorama der Stadt. Reservieren Sie mir im obersten Stock. Ja, ja. Billionaire's Row, würde ich sagen. Fehlt nur noch der Central Park. Okay, jetzt wird's langsam wirklich hoch, muss ich sagen. Wenn man sich das anschaut. Schauen wir mal, was wir jetzt machen müssen, damit die glücklich bleiben. Ah, okay. Schreibmaschinen und Billardtische. Ach, werden die Billardtische durch unser Item erfüllt, oder? Ah, das ist ja... Nee, das war's nicht. Der ist es. Billardtische. Okay, das ist wirklich cool. Das heißt, wir brauchen nur die Schreibmaschinen. Nur, in Anführungsstrichen. Ach, guckt euch an. Das haben wir... Das haben wir. Okay, Farben und Lacke brauchen wir. Ah, dafür müssen wir uns Ethanol aus der neuen Welt holen. Okay, aber das ist nichts, was wir heute noch machen. Hoppla, einmal zu viel Escape gedrückt. Ich höre für heute jetzt erstmal auf mit Aufnehmen. 2 Folgen sollen reichen. Und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge mit unseren Mods weitermachen können. Und ich freue mich schon drauf. Bis dahin, euer Chris.